Freunde, heute machen wir mal wieder Reaction-Video. Oh Gott, ey, meine Stimme. Wenn ihr auch mal Vorschläge habt, Mensch, Christian, kannst du da nicht mal drauf reagieren, schickt mir das gern. Könnt ihr auch einfach in YouTube-Kommentare schreiben oder an support@liebeschiff.de. Auf liebeschiff.de findest du auch meine ganze Arbeit, Online-Kurse, auch die neuen Glückskurse, die jetzt bald rauskommen. Genau. Und zwar ist das Video, auf das ich jetzt reagiere, heißt Warum Schwächlinge heiß sind von Jasmin Gnu. Und die reagiert aber wiederum auf ein Video vom dunklen Parabelritter, wo es um, ja, auch mal die Seite der Männer geht, diesen ganzen Debatten. Und genau, ich werde das also beide Videos hier nochmal drunter verlinken und ja, schauen wir noch mal rein, würde ich sagen, ne? Genau. Video und zum Thema, warum Feminismus scheitert. Feminismus ist, wie wir alle wissen, ein sehr wichtiges Thema. Frauen kämpfen für die Gleichberechtigung. Beispielsweise ein Mann und eine Frau haben den gleichen Job und der Mann verdient mehr als die Frau. Oder wie es gerade im Iran ist, wo Frauen sogar ihr Leben riskieren, um für die Gleichberechtigung einzustehen. In dem Video vom Parabelritter geht es allerdings um den Punkt, warum Ja, mit Iran ist ja echt total krass, ne? Muss man wirklich sagen, ne? Ich glaube, du wirst übrigens nicht, warum Feminismus scheitern soll. Das geht ja eigentlich nur, also Feminismus hat ja so verschiedene Wellen gehabt und ja, jetzt und in der letzten Welle ist halt viel dieses Woke damit reingekommen. Das ist halt die Frage, ob das für jeden so stimmig ist. Aber gut, wir wollen uns ja heute mal die Seite der Männer angucken, genau. Feminismus scheitert. Und er zeigt in diesem Video einmal die Seite der Männer auf. Deswegen werde ich in diesem Video auch nicht immer auf den Feminismus eingehen, denn heute hören wir mal den Männern zu. Ich hätte ursprünglich auch einen kleinen Partner im Video gehabt. Er hat dann am Ende noch gesagt, das fand ich total süß, hey, ich lasse dich da mal lieber raus, weil ich weiß nicht, wie dieses empfindliche Thema am Ende ausgeht und eskaliert. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns dieses Video jetzt gemeinsam an. Wenn ihr weitere Themen habt, die euch interessieren, auf die wir zusammen reagieren sollen und in den Kommentaren diskutieren, bitte respektvoll, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr auch Themen habt, die ich näher recherchieren soll, denn auch ich mache Recherchearbeit, dadurch, dass ich aber so viele YouTube-Kanäle habe, ist das oft für mich nicht möglich, das täglich zu machen. Es kommt meistens Sonntag. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Heute habe ich ein bisschen Angst. Ach, jetzt habe ich schon mal guter Start. Hat sie schön anmoderiert, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich über das, was ich heute ansprechen möchte, eigentlich gar nicht sprechen darf. Und genau deshalb muss ich es sagen. Lasst uns jetzt mal dabei zuschauen, wie ich etwas sage, das richtig ist und wie ich danach dafür zerrissen werde. Auch Männer sind Opfer. Auch Männer sind Opfer des Patriarchats. Opfer innerhalb von Beziehungen und außerhalb. Opfer der Wirtschaft. Opfer von toxischer Männlichkeit. Wenn wir diese Wahrheit... Ja, also ich habe da auch schon mal reingeguckt und also ich finde den eigentlich echt gut. Dunklen Parabelritter macht echt gute Videos, aber das, wann hat mein Red Pill-Kollege Klaus Thiele schon ziemlich seiner gewohnten Art ein bisschen auseinandergenommen. Also ich weiß gar nicht, ich als Mann will gar kein Opfer sein. Ich weiß gar nicht, ich kann mich damit auch überhaupt nicht identifizieren. Ich finde diese ganze Opferhaltung sowieso Quatsch und ich frage mich da, wie können Männer Opfer von Patriarchat sein? Also ich verstehe das nicht, weil die werden ja das Patriarchat quasi. Wie können sie gleichzeitig Opfer sein? Ist das dann so eine dunkle, irgendwelche dunklen Verschwörungsmänner, die da irgendwo sitzen und das Patriarchat sind? Kann ich nicht nachvollziehen, ja. Halt nicht akzeptieren, nicht ansprechen dürfen und nicht herausfinden wollen, wo das herkommt, dann wird Feminismus scheitern. Ja, gerade so zum Thema, auch in meinem Bekanntenkreis, habe ich das perfekte Beispiel von zum Beispiel auch häuslicher Gewalt gegen Männern, wo man sagen muss, der Mann hat über Jahre sich misshandeln lassen, ist dadurch in den Alkoholismus gerutscht, fühlt sich natürlich total klein und spricht nicht drüber und man glaubt gar nicht, wie oft es auch Männer trifft. Ist halt auch so. Völlig richtig. Also das finde ich super, dass sie das auch als Frau mal anspricht. Da gibt es jetzt auch Studien zu, dass das doch sehr aufgeschlossen hat. Also natürlich ist es immer schwer, das zu vergleichen. Klar sind
Männer natürlich oft stärker, so physisch und so. Und aber tatsächlich gibt es Studien, wie gesagt, ich will das jetzt schwer zu vergleichen, glaube ich, aber dass das doch sehr aufschließt, ne? Die Häufigkeit, je nachdem, wie man das dann definiert. Und ich höre das auch zunehmend in meinen Beratungen, ja, muss ich auch sagen. So ein Thema, ich weiß gar nicht, vielleicht wisst ihr es, aber eine Auffangstelle, sowas wie Frauenhaus. Gibt es das für Männer? Würde mich einfach nur mal interessieren, weil das hat. Ja, würden Männer wahrscheinlich auch nicht machen, ne? Weiß nicht, ob es das gibt, aber ich glaube, Männer wollen sich ja immer nicht so gern helfen lassen und naja. Habe ich mir natürlich in der Situation mich natürlich dann auch gefragt. Was ist Männlichkeit? Männlichkeit, das ist vor allen Dingen Gewalt. Hierarchie, Eroberung, Unterwerfung, Macht erkämpfen und ausüben, seine Gefühle und andere unterdrücken, Frauen ausbeuten und sich unterwerfen. Männlichkeit definiert sich nur durch nicht. Was hat da jetzt die Frau aus Game of Thrones zu suchen? Ich meine, das ist doch eine ganz mächtige Figur irgendwie. Aber gut, ich meine, was er sagt, ist natürlich, ja Gott, ich bin jetzt kein Soziologe, aber sicherlich haben die Männer die letzten tausende Jahre zu sehr dominiert und auch auf eine keine gute Art. Das, ja, das kann man sicherlich sagen. Und sicherlich Testosteron ist sicherlich auch verbunden mit einer Bereitschaft, sich zu streiten. Und so, ja, das ist halt so das Dilemma, dass wir diese Sachen, die Affen und so auch machen. Ich meine, wir sind jetzt keine Affen, aber wenn man das eben auf, wenn man dann plötzlich Spezies intelligent wird und das Gleiche weitermacht, dieses ganze Gestreite, ja, das ist dann halt, was wir jetzt so sehen. Aber naja, gut, das ist sicherlich richtig. Frau sein. Das Patriarchat ist von Männern effektiv und gezielt errichtet worden, um Frauen unter Kontrolle zu halten. Männer sind. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen, dass es wirklich dieser Verschwörungssprech, dass da irgendwo irgendjemand sitzt, der irgendwas plant. Also wie gesagt, dass Ländern wie Iran, das ist sicherlich, da kann das durchaus noch sein, aber so hier in unserer westlichen Welt, dass da irgendjemand irgendwas plant, um irgendwelche aktiv plant, irgendein Geschlecht zu unterdrücken, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was ich sage. Also ganz im Gegenteil, ist ja wirklich sehr viel Fokus auf Weiblichkeit und das, also ich persönlich denke schon manchmal, die Männer müssen sich da mal wieder neu aufstellen, also aber kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Durchweg besser gestellt in diesem System. Sie profitieren von diesem System und sie erfreuen sich daran. Männer sind von Natur aus gefährlich, leider ganz unabwendbar Täter und sie müssen umerzogen werden. Ja, Frauen sind aber auch, werden auch Täter auf eine ganz andere Weise, ne? Die machen das ganz anders, da gibt es ja auch Forschung zu, müssen wir jetzt nicht alles vertiefen hier, aber gibt auch eine weibliche Art, Täter zu werden. Die ist vielleicht manchmal nicht so sichtbar auch. Aber wie gesagt, es ist schwer, das zu vergleichen, aber es ist schon ein sehr krasser Start. Ich finde es auch schade, wenn Männer da immer in dieses Narrativ gehen. So, Männer, der Mann ist eigentlich an sich scheiße, wenn das ein Mann sagt, finde das nicht gut. Werden damit Frauen endlich mehr sein können als nur ihre Opfer. Bei dieser Umerziehung dürfen sie aber nicht mitsprechen, denn schließlich muss ja jedes kleine bisschen Mann sein herausgelöscht werden. Ich bin froh, dass wir auf einem Weg der Besserung sind. Ich mag zum Beispiel auch gar nicht den Satz, keine Schwäche zeigen, weil ich bin der Meinung, Schwäche zeigen ist Stärke zeigen. Es ist menschlich und es ist einfach, jeder Mensch ist anders. Und für jeden Topf gibt es den passenden Deckel. Und wenn du das glaubst, dann bist du kein Aktivist mehr, sondern ein Extremist. Wenn du pauschal die Hälfte der Gesellschaft zu Tyrannen erklärst, bist du ein Sexist. Oh, entschuldige, ich habe für Extremist und Sexist jetzt aus Gewohnheit die männliche Form benutzt. Entschuldige. Es gibt einige, die Männer mittlerweile nur noch als Ich frage mich manchmal, wie sehr hassen Männer sich, dass sie öffentlich so selber auf sich draufhauen müssen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also was jetzt Glue gesagt hat, das stimmt natürlich. Natürlich ist Schwäche zeigen menschlich und gut. Ob einem das jetzt beim Dating weiterhilft, weiß ich nicht. Aber hat sie natürlich recht. Bein da ansehen. Und es gibt viele Männer, die glauben, alle Frauen hätten dieses Bild von ihnen. Und das finde ich nicht nur sehr, sehr traurig, meine lieben Freunde. Das finde ich auch sehr gefährlich. Ja, beispielsweise, wenn ich Probleme hatte. Ich hatte damals die 1 Million auf meinem Gaming-Kanal geknackt auf YouTube. Und es haben halt sehr viele Creator und Künstler dann eben geteilt und mit mir gefeiert. Und es gab halt eben Communities, die mich nicht gekannt haben. Und die haben halt darunter geschrieben, ja, hast dich nur hochgeschlafen, ist ja klar, als Frau ist einfach.
Ja, das waren in dem Fall Männer, aber ihr glaubt nicht, wie viele Männer mich dabei supportet haben und mich unterstützt haben und wie viele Kommentare ich gelesen habe, wo Leute geschrieben haben, ich schäme mich für mein Geschlecht. Ja, es ist richtig. In allen Männern steckt. Ja, also, wow, ich habe die noch nie so geguckt, die Gnu, super. super Kommentar, genau. Ich glaube, jeder, der irgendwie hochkommt und in die Trends kommt, weiß ich bestimmt auch, wird überschüttet mit Hass und Häme und die Leute gehen immer auf das ein, wo sie meinen, größten Impact zu erzielen. Vielleicht, wenn sie als Frau das erreicht, dann gehen sie gegen sie als Frau los. Also, wenn ich mal größere Erfolge habe, dann geht's gegen mich als der Psychologe. Also es ist immer das, wo man halt meint, man könnte am besten reinhauen. Aber das ist, glaube ich, denke auch, das ist eher so ein Frust-Internet-Phänomen. Und ja, da bin ich ganz bei ihr. Etwas Toxisches, auch in mir. Was an mir toxisch ist, das mansplaine ich euch gleich mal. In dem Moment, wo ich dieses Video jetzt aufnehme, kann ich nicht einschätzen, was gleich passieren wird. Was wird passieren, wenn ich zum Beispiel sage, auch Männer leiden unter toxischer Maskulinität? Werde ich schon. Was soll denn da passieren? Er ist doch da voll im Mainstream. Also, ich verstehe gar nicht, was da passieren soll. Kann ich nicht nachvollziehen. Ne? An der Stelle gecancelt? Oder werde ich erst dann gecancelt, wenn ich sage, dass wenn ihr euch über die fragile Männlichkeit von Männern lustig macht, ihr eigentlich psychische Gewalt ausübt? Sind wir mal gespannt. Ich weiß nicht, wo man das immer so betonen muss, aber als Mann, du wirst ja gecancelt, wenn du so Sachen machst wie. Ja, die wirklich so pro Männlichkeit sind, dann wirst du gecancelt, aber nicht, wenn du betonst, wie schwach Männer sind. Das ist ja gerade das Narrativ. Also da ist er ja voll drin. Wie gesagt, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil da eigentlich echt, ich finde, macht teilweise wirklich richtig gute Videos. Ich kann gar nicht verstehen, wie er dem so auf den Leim geht, aber naja, ist auch nur meine Meinung. Vielleicht seht ihr das anders. Könnt ihr auch, schreibt mal gerne in die Kommentare. Spannend, was jetzt passiert und vor allen Dingen, wie viele an dieser Stelle schon ausgeschalten haben und eigentlich gar nicht wissen können, was ich in diesem Video sagen möchte. Und tatsächlich, man sollte es nicht glauben, bei diesem Thema habe ich am Ende eine Lösung für euch. Also schauen wir uns das mal an. Pädagoge Sebastian Tippes sagt, es gibt keine Jungen, die keine toxischen Anteile haben. Das liegt an unserer Gesellschaft. Leute, ey. Oh, ja, wir sind alle Menschen, wir haben alle ein Ego. Also wenn irgendjemand meinen sollte, dass Mädchen immer nett sind, dann geht mal an die Schulen. Vor allen Dingen, wie sich das heute angeglichen hat, auch was. Wie gesagt, es ist blöd, es geht gar nicht darum, das zu vergleichen, aber was auch, wie Mädchen auch mobben und auch sich auch untereinander mobben und das ist wirklich ein Satz, der ist für mich die Hölle. Sorry, das ist so ein Selbsthass von Männern. Ich finde das. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und an der Vorstellung, wie Junge sein oder Mann sein angeblich zu sein hat. Ja, genau. Alle Jungen sind toxisch. Alle Jungen sind sozusagen potenzielle Täter. Nee, 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 Moment, Moment, Moment. Das ist immer der Punkt, an dem alle aufhören zu argumentieren und vor allen Dingen zu denken. Was hierbei eigentlich erkennbar ist, ist der Umstand, dass alle Jungen toxischen Rollenerwartungen unterworfen sind. Jungs, erzählt uns mal. Wie musstet ihr denn sein in der Schule? In eurem Freundeskreis. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das geiles Standbild. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das für euch auch so war. Weil wenn ich so beispielsweise meinen Bruder denke, meine Mutter hat das, glaube ich, und mein Vater nicht so krass toxisch erzogen. Falls er es jetzt auf die Beziehung zwischen Eltern bezieht oder eben in der Schule, das kann ich bei ihm nicht beurteilen, oder Kindergarten. Aber ich glaube, zu Hause war das bei uns zum Glück nicht so. Wir sind halt auch drei Mädels, ein Junge. Aber wir hören mal weiter. Welches Verhalten war nicht in. Ja, sehe ich auch. Ja, macht sie echt gut. Sehe ich auch so. Ich weiß nicht. Man ist. Also, natürlich ist es schwer, ein Mann zu werden. Ist wahrscheinlich auch schwer, eine Frau zu werden. Aber weiß ich nicht, diese Rollenbilder, die Männer haben, dass sie eben stark sein wollen und so. Klar, die kann man nicht immer erfüllen und das ist vielleicht schwierig und dann ist man vielleicht frustriert, aber ich weiß nicht, ob man die Rollenbilder also unbedingt ablehnen muss. Ich kann das nicht, kann ich mir echt nicht Ordnung. folgen. Wofür wurdet ihr angegriffen? Weil ihr dem Rollenbild nicht entsprochen habt. Man macht es sich mittlerweile gerne sehr einfach und sagt, Männer sind schuld. Fertig. Feindbild produziert. Aber das führt nur zu zwei radikalen Lagern und ganz bestimmt nicht zu einer Verbesserung. Just say. Was glaubst du denn bitte, was passiert, wenn du einem jungen Mann, der gerade so über die Runden kommt und sich Zeit seines Lebens nichts zu Schulden hat kommen lassen, erzählst, dass er ein Täter ist und dass er die Privilegien des Patriarchats ausnutzt, um
dich zu unterdrücken. Ja, das ist bestimmt richtig lustig, das dem Jungen zu erzählen. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Das ist einfach, das, ich finde, das ist fast schon, wenn man sowas machen würde, fast schon missbräuchlich. Also wie kann man dieses... Aber ich hoffe nicht, dass es ernsthaft jemand macht. Das ist halt genau der Punkt, den ich sage. Man darf halt nicht alle in einen Topf stecken. Gerade ich, die sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht hat, tu das auch nicht. Dass deine Problemlösungsstrategie ist, jemanden anzugreifen, der... Ja, wir haben aber alle schlechte Erfahrungen gemacht. Männer machen schlechte Erfahrungen mit Frauen, Frauen machen schlechte Erfahrungen mit Männern. Wie gesagt, ich weiß, das ist ein bisschen Äpfel und Birnen. Trotzdem, das ist ja so. Also mir schreiben auch super viele Männer und... Ich denke, es sind eher Strukturen, Ego-Strukturen, habe ich ja auch hier in meinem letzten Buch versucht auszuwalzen, warum das viel mit dem Ego zu tun hat. Und das auf Geschlechter runterzubrechen, birgt viele Fallstricke. Überhaupt gar nicht weiß, was plötzlich passiert. Wundert es sich da wirklich, dass er plötzlich Fan von Andrew Tate oder Jordan Peterson ist? Ich wundere mich da nicht. Es wundert mich trotzdem. Weil ich finde, die labern halt einfach absolut Bullshit. Das ist halt wirklich schon wieder die andere Seite. Das ist halt absolute Frauenfeindlichkeit. Das finde ich wieder das andere. Ja, es ist der Frauen... Also, das mit Peterson kann ich auch nicht so nachvollziehen, weil, ich meine, er ist wirklich sehr faktenbasiert. Immer, man muss ihn nicht mögen. Und Andrew Tate, ja, labert wirklich viel Müll. Aber er trifft halt auch einen Punkt. So, ne? Er trifft halt auch einen Punkt... Aber gut, das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Das ist auch wirklich, natürlich sagt er auch wirklich krass frauenfeindliche Sachen. Das ist mein Problem mit der ganzen Red Pill, dass teilweise frauenfeindlich ist, aber sie auch oft einen Punkt treffen. So, das ist echt schwierig. Warum wird ihm denn eigentlich nicht erklärt, was das Problem ist? Wieso darf er denn nicht verstehen, was nicht stimmt? Ich werde das jetzt mal tun. Es ist wichtig, dass wir uns alle vor Augen halten. Wir sind das Ergebnis der Einflüsse, die seit Kindesbein an auf uns einwirken. Und wenn wir davon reden, dass... Ja, es haben aber auch genetische Einflüsse. Es wird immer wieder... Das ist in meinem neuen Buch, was jetzt rauskommt, über Polarität. Es wird immer wieder, dass wir liegen so stark genetischen oder evolutionsbiologischen Einflüssen, das wird total überschätzt, die Macht der Gesellschaft. Wenn die gesellschaftlichen Normen Frauen in ihrer Freiheit einschränken und unterdrücken, dann müssen wir auch erkennen, dass diese gesellschaftlichen Normen genauso toxische Auswirkungen auf Männer haben. Und ja, das hat, also klar, das ist natürlich nicht evolutionär, aber ist das denn noch so in unserer Gesellschaft? Ist schwierig. Also ich glaube schon, ich finde auch, dass viele Männer, also kann es auch nachvollziehen, viele Männer, das Mansplaining, also ja, da gibt es ganz viel und wie gesagt, da gibt es bestimmt noch ganz viel zu erreichen, aber ich sehe auch viel und das gerade so im öffentlichen Raum, dass so Männlichkeit super negativ dargestellt wird und das bringt uns nicht weiter, das bringt uns überhaupt nicht weiter so und ich weiß nicht. Also das ist nicht der Weg. Ich bin mir ganz sicher, das ist so eine Übertreibung jetzt wieder. Aber gut, hören wir weiter. Diese toxischen Wirkungen zeigen sich im Verhalten gegenüber anderen Männern, gegenüber Frauen und auch gegen sich selbst. Wer diesen Zusammenhang nicht wahrhaben möchte, der sollte sich vielleicht mal ein bisschen um seine eigene Toxizität kümmern. Ein Junge weint nicht. Ja, und Frauen können nicht toxisch sein oder was. Also ich weiß gar nicht, wo man das so aus Geschlecht so runterbrechen muss, so im Beziehungsbereich. Ich weiß nicht... Also er hat quasi exakt dieses Narrativ von dieser Gillette-Werbung da von vor 3-4 Jahren, wo dann Männer gezeigt werden, die andere daran hindern, dass sie eine Frau ansprechen. Wer will das? Ich weiß es nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Sei keine Memme. Zeig keine Gefühle. Sei hart. Setz dich durch. Ja, das sind alles Punkte. Ich rede nur von mir. Ich finde es wichtig, in der Beziehung, dass Gefühle gezeigt werden, dass man auch Schwäche und Zerbrechlichkeit zeigt als Mann. Dass man über Dinge offen sprechen kann. Und das hatte ich in meinen Beziehungen eigentlich auch immer, weil ich schon danach gesucht habe, weil ich selber so bin. Es gibt halt, wie gesagt, zu jedem Topf gibt es den passenden Deckel. Du bist dein... Ja, ich glaube jetzt eigentlich nicht. Ich kenne den Partner von Gnu nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie insgesamt einen schwächlichen Mann hat. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hundertprozentig nicht, aber innerhalb einer bestehenden Beziehung und wenn man die Frau gekriegt hat, natürlich ist es dann toll, sollte man auch im Raum sein, auch Schwäche als Mann zu zeigen und sich verletzbar zu machen. Aber ich kann nur sagen, als mit jahrzehntelanger Paartherapie-Erfahrung, man sollte es nicht zu sehr machen.
Das backfired komplett. Erfolg. Ja. Erfolg bedeutet Macht und Macht bedeutet vor allen Dingen Kontrolle über andere Menschen. So werden wir von Kindesbeinen an geprägt. Wir sind darauf geprimed, dass wir eine gewisse Hierarchie erklimmen sollen. Diese Hierarchie wird durch das Patriarchat bedingt. Vorbilder. Das ist Quatsch. Da ist nicht irgendein Patriarchat. Wisst ihr, warum Männer das machen? Weil Frauen das selektieren? Also da muss ich wirklich sagen, das sehe ich genauso wie du. Frauen selektieren das. Frauen selektieren erfolgreiche Männer. Und das, jetzt sollen Männer nicht mehr Hierarchien erklimmen. Es gibt ja auch Mini-Hierarchien, dass so beste Schachspieler in deinem Club bist oder was, und das sollen Männer jetzt nicht mehr machen. Ja, bitteschön, dann dürfen die Frauen das aber auch nicht mehr selektieren. Man kann das nicht so isoliert betrachten. Das geht einfach nicht, ne? An diesem Patriarchat, das sind übermenschliche, unbesiegbare Figuren, die sich in der Hierarchie ganz bis nach oben durchgekämpft haben. Diese protzen mit ihrer Macht und ihrem Status. Was man dabei vergisst, ist, dass fast alle in diesem System Verlierer sein müssen, damit es eben diese Hierarchie geben kann. Die Feministin Laurie Penny sagt, Männlichkeit ist Krise. Wenn die moderne Männlichkeit Männer, insbesondere junge Männer, in einem Zustand ängstlicher Verzweiflung stürzt, wenn sie einsam und isoliert sind, unfähig, ihre wahren Gefühle auszudrücken oder das Leben zu führen, das sie sich wirklich wünschen, und wenn sie dann ihre soziale und sexuelle Frustration an... Vielleicht wollen Männer ja wirklich erfolgreich sein. ...Frauen auslassen, statt zu begreifen, dass sie eine systematische Folge elitärer Ungleichheit ist, dann funktioniert diese Männlichkeit hier sehr gut. Geschlechterforscherin Dr. Gertraud Stadler sagt, dass Männer in Deutschland im Schnitt 5 Jahre weniger zu leben haben. Hier jetzt auch wieder das Rollenbild, Stereotyp, ich brauche keine Hilfe. Ob es nun um psychische oder physische Wehwehchen geht. 3/4 aller Selbstmörder sind Männer. Und auch die Suchtrate bei Männern ist deutlich höher, weil sie... Ja, das, genau, das ist alles richtig, finde ich auch gut, dass er das anspricht. Deswegen weiß ich auch nicht, warum Männer immer starke Geschlecht sein sollen. Die sterben einige Jahre früher, das wird auch alles gar nicht mehr besprochen. Die sterben früher, sind häufiger im Gefängnis, sind häufiger krank, drogensüchtig, straffällig. Aber das ist alles das böse Patriarchat, ja. Alles die böse Männlichkeit. Und das könnte man doch mal gesellschaftlich angucken. Aber das wird nur den Männern zugeschoben, sind sie eben so blöd und keine Ahnung, machen das alles. Ja, aber ja, vielleicht verstehe ich da auch seinen Punkt nicht so 100%, ich weiß nicht. Ja, anderweitig dann kompensieren müssen, was nicht behandelt wird. Auch psychische Erkrankungen werden bei Männern deutlich seltener diagnostiziert, weil sie sich anders ausdrücken als bei Frauen. Untersuchungen konnten nachweisen, dass die psychiatrisch-psychotherapeutische Diagnose depressive Symptome bei Männern nicht erfasst. Die erfragten depressiven Symptome wie Niedergeschlagenheit, Grübeln, Antriebslosigkeit und Rückzugstendenzen gelten als eher weiblich. Männer hingegen versuchen immer noch, ihre seelischen Probleme zu verstecken und schildern... Ja, also finde ich eine steile These, dass das Psychotherapeuten nicht erkennen können, wenn man depressiv ist. Das finde ich sehr, also das ist durchaus bekannt unter den Psychotherapeuten, dass Männer andere Arten zeigen, auch manchmal auch ein bisschen aggressiver sind und so. Also das ist jetzt, also das ist eigentlich ein alter Hut, muss ich ehrlich sagen. Ey. Häufiger körperliche Symptome, erläutert Professor Annette Kerst. Steht ja auch 2015. Ja. Ein Mann kann keine Schwäche zeigen. Für erschreckend viele Männer ist und Dating etwas, das mit Status und Position zu tun hat. Oh Gott. Ja, warum? Weil Frauen das geil finden. Es ist einfach in uns angelegt, ne? Also natürlich kann man das überformen durch Kultur, ist auch richtig so, sollten wir auch machen, aber das jetzt zu sagen, warum ist denn das so, warum ist das denn so? Wenn du höheren Status hast, gehen deine Datingchancen durch die Decke. Also das sieht doch jeder Mann. Also das kann man nicht auf. Das ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Solche Männer kenne ich zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Also nicht viele, wo es irgendwie heißt, ja, mein Bodycount ist das und jedes Mal eine wegballern. Ich persönlich als Frau habe mich davon auch auf. Ja, weiß nicht, ob das jetzt ein guter Status ist, aber würde ich jetzt was anderes denken. Aber gut. In dem Fall distanziert, wenn ich das irgendwie gemerkt habe. Aber es kommt halt immer aufs eigene Umfeld an. Jedenfalls bin ich jemand, der nicht mit sowas umgeben ist. Früher natürlich mal, ich habe es öfter mal in der Schule mitbekommen, aber ich glaube auch, weiß nicht, ob das jetzt im Alter ändert, dass das irgendwie nichts ist, worauf man jetzt irgendwie stolz sein muss und sollte. Es ist auch untereinander nicht anders lernen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Partner niedrigen Status hat.
also zumindest dann wäre sie wirklich die Ausnahme, weil wenn man mal sieht, wenn große Streamer oder Streamerinnen auch die Partner sieht, ja, das ist jetzt nicht Hubbelbubbel von dem an irgendwie, aber gut, ja. Und mal ganz ehrlich, wie schlimm und wie schade ist das eigentlich für alle Beteiligten? Und da so vieles im Kampf darum, das Gesicht zu wahren, mit Stress verbunden ist, nehmen Männer Stress anders wahr als Frauen. Männer schütten sehr viel mehr Cortisol aus. Cortisol verhindert, dass man den Stress übermäßig mitbekommt. Aber wenn man den Stress nicht übermäßig mitbekommt, auf lange Zeit führt das zu Krankheiten. Und diese Krankheiten führen dann dazu, dass wir eher sterben. Ein kleiner Fakt, der sehr tief blicken lässt. Frauen sind in der Lage, durch Umarmung Stress abzubauen. Männer können das nicht, weil Frauen beim Umarmtwerden sehr viel mehr Oxytocin ausschütten als Männer. Warum das so ist, können die Forscher noch nicht eindeutig sagen. Es könnte aber daran liegen, dass es nicht ins Rollenbild passt. Also die Männer sind schuld an ihren ganzen Problemen und sind aber auch schuld an den Problemen der Frauen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also da muss man sich doch mal für eine Position entscheiden. Also entweder jedes Geschlecht ist für seine eigene Scheiße zuständig, oder jeder ist für alle zuständig, aber das kann ich. Ich muss mehr umarmt werden, Mann! Männer kanalisieren ihren Stress auch nach außen durch Wut, Gereiztheit, Aggression. Hauptsache nach außen das Gesicht wahren, Überlegenheit behalten. Und das führt zu Gewalt. Permanent gegen andere, aber auch gegen sich selbst. Und wenn man Gewalt ausübt an einer anderen Person, dann fühlt man sich gleich nicht mehr so unterlegen. Das muss doch nicht mal körperliche Gewalt sein. Das kann auch sein, indem man Hass im Internet verbreitet. Das kann auch sein, indem man repressive Parteien wählt, die einem dann mutmaßlich den Status zurückgeben können. Und das ist alles ganz tief in uns angelegt. Das sagen wir ja auch immer, wenn man beispielsweise, ich gerade in meinen Gaming-Kanälen habe ich oft so richtig Frauenhass-Nachrichten bekommen, wo ich mir dachte, woher kommt der Hass, woher kommt diese Gewalt gegen mich, gegen andere Frauen? Also wirklich auch aus so einem Motiv gesehen, wo ich gemerkt habe, boah, das sind wieder so die Männer, die einfach einen Frauenhass haben, weil es irgendwie nicht funktioniert hat oder den Hass an uns projizieren, obwohl wir nichts getan haben. Und die meisten Männer... Ja, hat sie vollkommen recht. Das gibt's natürlich, ist auch super scheiße, nur... Und Männer sind bestimmt auch im Schnitt aggressiver als Frauen, das ist ja auch klar. Aber wie gesagt, je erfolgreicher man wird, kriegen auch Männer Hassnachrichten. Also es ist einfach für mich die Frage, ist das wirklich jetzt Geschlechterthema oder ist es nicht einfach so, dass generell Leute ihren Frust ablassen an Figuren im Internet irgendwie? Das ist und auch da immer einen Grund finden, ist eine Frage, ne? Wissen noch nicht mal, dass es sie krank macht, dass sie fremdbestimmt sind. Und dass sie es dringend ändern müssen. Und ich muss euch sagen, ich habe das auch im Zuge dieser Recherche erst so richtig verstanden. Ich wollte eigentlich zu einem anderen Aspekt recherchieren. Und dann hat sich für mich das plötzlich alles so eröffnet. Ja, ich denke immer, Unzufriedenheit mit sich selbst sorgt dafür, dass du einfach aggressiv gegenüber anderen bist. Ich kenne aber auch Frauen, die das machen. Seien wir mal ehrlich, ich kenne keinen Mann, der so hart ist, wie er sich nach außen gibt. Ich habe fast alle meine engen Freunde schon weinen sehen. Warum? Weil sie mit dem Druck auf sie. Ja, natürlich. Aber du kannst ja mal auf jedem Date vor der Frau weinen. Du kannst ja mal gucken, wie sich das weiterbringt. Finde ich auch cool. Ganz ehrlich, man soll auch weinen. Und ich finde auch überhaupt nicht schlimm, wenn ein Mann weint. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, wie er es schon sagt, ob Frauen da den Männern den Druck machen oder ob Männer sich gegenseitig den Druck eben auch machen mit, du Memme, heul doch nicht. Und oder man von Haus aus eben gesagt bekommt, Männer heulen nicht. Was heißt, meine Mutter nie mit meinem Bruder so kommuniziert hat, der ist ganz anders aufgezogen, der ist... Ja, sicher, also absolut, Männer sollen Gefühle zeigen, Männer sollen Schwäche zeigen. Ich kann nur sagen, ist auch gut in einer Beziehung, kann man das ja auch ein bisschen lockern, aber man sollte es nicht übertreiben, weil irgendwann kickt einen das in den Hintern wirklich. Einfach er selbst und hat doch keine Angst, Gefühle zu zeigen. Aber ich kenne jetzt in meinem Umfeld keine Frauen, die sagen, die haben es eigentlich immer sehr gefeiert und zelebriert, wenn ein Mann Gefühle gezeigt hat und die gesagt haben, in Maßen. Oh, der zeigt Gefühle, der hat auch geweint und er ist so nahbar und mit ihm kann man reden. Ja, das ist jemand, der sonst cool ist und nahbar wahrscheinlich und dann mal weint. Ja, das ist toll, ne? Das ist schön. Aber wenn der jeden Tag weinen würde, der Mann, ich glaube nicht, dass viele Frauen das so gut finden. Also, ja. Jungs, wie geht ihr mit dem Druck um? Wie geht's euch? Oder wie geht's euren Partnern, euren Freunden? Okay, was wissen wir jetzt?
Rollenbilder bilden toxische Männlichkeit in der patriarchalen Gesellschaft aus. Diese Rollenbilder setzen Männer permanent unter Druck und Stress. Dieser Stress macht sie nicht nur gleichzeitig krank, sondern auch gefährlich für andere. Sprich, wir müssen diese Rollenbilder gezielt dekonstruieren. Aber sich selbst Schwäche einzugestehen, das funktioniert ja nicht. Das widerspricht ja dem Rollenbild. Genauso sehr wie Opfer zu sein. Auch Männer werden Opfer von körperlicher und psychischer Gewalt in Beziehung. Aber sie sagen oft nichts, weil es schlicht nicht ins Bild passt. Ein Mann, der kann ja nicht von seiner Partnerin psychisch völlig zerstört werden und dann nicht mal die Kraft besitzen, sich von ihr zu trennen. Doch, habe ich auch schon miterlebt. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und oftmals ist es auch so, dass Paare zusammenbleiben, weil sie finanziell voneinander abhängig sind. Und das war in dem Fall in meinem Bekanntenkreis nämlich genau das Ding. Deswegen mein Papa mir immer gesagt hat, Mädels, versucht immer finanziell unabhängig zu sein. Ein Mann, der kann doch nicht vergewaltigt werden. Ein Mann kann ja auch nicht Opfer häuslicher Gewalt sein. Der ist doch viel stärker. Das geht ja gar nicht. Ich sag nur 2010, 2014 und 2017. Vielleicht erzähle ich euch irgendwann mal davon. Wir verstehen selber nicht, was da passiert, bevor wir es nicht jemandem erzählen und der dann sagt, what the fuck ist dir passiert? Wer glaubt schon einem Mann solche Geschichten? Er glaubt die sich nicht mal selber. Ja, aber Männer, genau, machen das. Also ich kenne auch Situationen, wo Männer auch schon, ja, Kontaktsperren einleiten, also diese Gewaltschutzgeschichten. Und ja, das müssen sie auch. Also finde ich jetzt einen guten Punkt von ihm, deswegen. Manchmal frage ich mich, ob ich ihn auch nicht so richtig verstehe hier, weil er sagt doch eigentlich jetzt auch, ja, es ist auch Männer erleben Gewalt und was weiß ich. Also da verstehe ich, ich verstehe irgendwie den Punkt nicht, wo man dann immer das Patriarchat und böse, also und jetzt doch, ja, Männer können auch Opfer von Frauen werden, wissen wir ja auch seit Johnny Depp definitiv, wussten wir auch schon vorher, aber da ist mal so öffentlich gewesen, vielleicht verstehe ich auch den Punkt nicht. Das ist auch an Statistiken ganz gut zu erkennen. Prozentual sind 11,7% leichter Körperverletzungen in Beziehungen durch Frauen an Männern zugefügt worden. Aber es sind 24,3% der schweren Verletzungen. Und wieso ist das so? Weil Männer es oft schlicht für normal halten. Und das ist nur das Hellfeld. Dunkelfeldstudien kommen zu einem ganz anderen Ergebnis. Ja. Laut österreichischer Prävalenzstudie unter Capella 2013 sind 39% der Fälle physischer Gewalt in Beziehungen an Männern ausgeübt worden. Und psychische Gewalt ist ein Thema, dass wir, naja, zum einen oftmals gar nicht verstehen und meistens maximal mit einem sehr guten Freund besprechen. Also wie gesagt, ich habe es ja damals auch in meinem Umfeld mitbekommen. Das fand ich auch ganz schlimm zu sehen, wie viele Jahre der das mitgemacht hat und was es aus ihm gemacht hat. Natürlich darf man auch nicht vergessen, Gewalt gegen Frauen ist genauso präsent und wird öfter ausgeübt, wird aber auch an Männern ausgeübt. Und hier haben wir wieder das Thema, man darf jetzt nicht wieder sagen, ja, aber Frauen werden ja auch, das wissen wir. Aber er versucht ja gerade die Seite der Männer auch zu beleuchten. Und unter welchem Druck diese Männer leiden. Und deswegen sage ich ja, es fängt ja schon früh in der Schule an, wenn man irgendwie damit rumprahlt, dass man jemanden eine flachgelegt hat und diese Art zu reden. Das habe ich auch mal in meinem Bekannten. Aber das machen Frauen jetzt nicht. Das könnt ihr mal schreiben drunter, ist glaube ich nicht. Also man ist ja auch jetzt mal so flapsig zu reden. Ja. Ich habe mitbekommen, dass jemand, der gar nicht der Typ ist, dann unter Männern so eklig geredet hat über Frauen und ich ihn darauf konfrontiert habe und gefragt habe, aber das bist du doch gar nicht. Er meinte, ja, aber es ist halt irgendwie, du bist halt ein Außenseiter, wenn du anders bist und soft bist, dann wirst du ausgelacht und ausgegrenzt. Fall Johnny Depp, Amber Heard. Ja, wenn, aber auch, Gott, ich wiederhole mich hier, also, ach, ich sag's jetzt nicht nochmal. Das war krass. Ich habe Ähnliches in einer 3-jährigen Beziehung mit einer unbehandelten Borderlinerin erlebt. Oh je. Ah, here we go. Okay. Das ist ja doch dann, die Art von Thematik, die ich auch häufig angeschrieben bekomme hier. Aber dann wundert mich umso mehr, warum er jetzt diese ganze Schleife zieht mit, also tut mir wirklich leid für ihn, wirklich, die ganze Schleife zieht mit das dunkle Patriarchat, das kann ich jetzt noch wieder nachvollziehen. Ne? Und hätte ich danach wirklich in Therapie gehen sollen. Hm. Aber naja, Männer haben ja keine Probleme. Und ja, auch unbehandelte Traumata sind toxisch. Und hier seht ihr, wie sich sowas in der Praxis dann fortsetzt mit der Toxizität und den Rollenbilderwartungen. Ich habe dann versucht, mich mit YouTube zu therapieren, deswegen bin ich überhaupt... Naja, aber das ist ja auch dann, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, wie das bei ihm war, meistens ist ja, was die Männer dann so Retterthemen haben und ja, eben aus so einer Schwäche raus dann auch keine Grenzen setzt, aber letztlich ist das bei Frauen eigentlich genauso, es sieht nur anders aus ein bisschen.
Ja, von daher verstehe ich das noch weniger. Es ist irgendwie so ein Gemisch, dieses ganze Video, so von, ja, also man merkt, ja, jetzt zeigt sich auch, er hat damit zu tun, er kennt es eigentlich und trotzdem dreht er diese Schleife über das böse Patriarchat und ich weiß nicht, ob das gerade noch so hundertprozentig passt, ob das dem Thema so gerecht wird, sondern es geht ja darum, wie können wir beide Geschlechter, jeder Mensch, seine Täter und seine Opferrollen transzendieren, aufarbeiten. Das ist auch versucht hier nochmal zu schildern. Aber ja, aber irgendwie kreist da dann, ich weiß auch nicht, irgendwie kreist er dann doch immer wieder durch das, die bösen Männer, keine Ahnung. So hier. Versteht ihr, das ist eigentlich die Origin-Story dieses ganzen YouTube-Channels von mir. Das ist ein Thema, das mich wirklich in meinem Leben entscheidend bewegt hat. Ich möchte euch an Das dieser glaube Stelle, ich. ich möchte kein Mitleid, ich habe das auch verarbeitet mittlerweile, ich möchte euch an dieser Stelle nur einmal sagen, weil es so selten ausgedrückt wird, auch Männer können Opfer sein. Finde ich sehr schön, dass er da auch so offen mit umgeht und Ja, finde ich total gut, aber ich weiß nicht, wie er das verarbeitet hat. Ich kann nur sagen, eigentlich, ich würde denken, wenn man dann sowas erlebt hat, dann will man nochmal extra bloß nie wieder schwach sein und Opfer werden. Keine das Ahnung. sagt. Ich habe Also nämlich. wahrscheinlich hat er sich da auch schwach gezeigt in der Beziehung. Also nicht, dass das da irgendwie zugeführt hat zu irgendwas, aber ja, vielleicht wären mehr gesunde Stärke mit gesunden Grenzen setzen ja auch gut gewesen dann in seiner Beziehung, ne? Ich habe so Weiß das Gefühl, dass YouTube ich so nicht, vielen Leuten das Leben gerettet hat oder halt eben die Motivation gegeben hat. Wie bei mir. Ich habe ja auch angefangen, weil ich in einer sehr schwierigen Phase war und einfach irgendwie Ablenkung gebraucht habe, mich das glücklich gemacht hat hier. Ähnlich jetzt wie bei ihm, finde ich sehr krass und interessant. Und ich weiß noch von ein paar anderen Creators, dass sie auch damit angefangen haben. Ich würde nicht sagen, dass es eine Art Flüchteln ist. Ich würde sagen, es ist eine Art, sich zu therapieren und auch einfach Dinge zu verarbeiten auf eine andere Art und Weise. Und wenn wir schon mit unserem Content dadurch anderen Leuten helfen, ist es, glaube ich, eine gute Therapie gewesen. Also ich möchte jetzt nicht lesen, Creators sind alle am Arsch und psychisch gestört. Es gibt genug Leute, die haben einfach normal angefangen mit YouTube. und wer darauf aufmerksam machen will, wird oft in die antifeministische, in die repressive, in die politisch rechte Ecke gestellt. Ja, bin ich ja ganz bei ihm. Ja. Es ist zu einer Art politischem No-Go geworden und deswegen habe ich so eine Angst, dieses Video zu veröffentlichen. Aber es ist gerade deswegen umso wichtiger. Mal ganz ehrlich von der Leber weggesprochen, ich habe das Gefühl, du hast als Mann gar nicht das Recht dazu, dich als Opfer zu bezeichnen. Ja, das kann ich jetzt Seid ihr auch schon verstehen. Opfer geworden und habt das für euch behalten? Das ist ein vielsagendes Bild, oder? Männliche Gesundheit. Muss gerade lachen, weil hier Zac Efron und Zac Efron habe ich ja letztens auch in einem Video behandelt, weil ja sein Kiefer so männlich geworden ist. Deswegen musste ich gerade lachen, dass er hier aufgeführt ist. Aber klar, ne, das ist halt wie bei den Frauen so. Direkt, ich bin schwanger und auf einmal bin ich wieder dünn. Und bei den Männern immer auch diese Körper, wo man teilweise auch gar nicht weiß, sind die jetzt mit Steros vollgepumpt oder ist es noch natürlich, aber das Sportprogramm wird trotzdem verkauft und wird gesagt, hey, du kannst auch so aussehen, dass ich aber Steros nehme, verheimliche ich dir. Ja, Also, ja. sehr gut. Aber männliche. So, zweite Runde. Ich musste mal einmal auf die Piste zwischendurch. Aber jetzt machen wir mal weiter. Gesundheit. Das ist natürlich die Frage, wie kann man richtig ordentlich Muskeln aufbauen, damit man schön unter den Muckis verstecken kann, dass man innen eigentlich komplett zerbrochen ist. Und es ist eigentlich auch ziemlich lustig, dass das männliche Schönheitsideal eigentlich nie in Frage gestellt wird, ne? Ist ja nicht so, dass der Körperkult Männer nicht unter Druck setzt, ja, vor allen Dingen, wenn er komplett unwidersprochen überall genauso reproduziert wird. Darüber werde ich auch noch ein Video machen, da bin ich dran. Deswegen Naja, das, ich meine, Männer werden jetzt also immer mehr reingezogen auch, aber gut, auch da ist es halt so, dass Frauen haben so evolutionsbiologische Marker, was sie in Männern gut finden. Das ist eben eine V-Form. Männer haben Marker, was sie bei Frauen gut finden. Und zum Glück gibt es auch noch kulturelle Einflüsse, Moden, also dass man mal dies und jenes mehr gut findet, offensichtlich. Aber da bin ich immer gespannt, wie man das so ganz rauskriegt. Vielleicht wäre es besser, sich einfach von Medien fernzuhalten. Aber da gibt es definitiv Forschung, wenn man immer diese Kunstkörper sieht, dass das zu unangemessenen Erwartungen führt an die Menschen, die man tatsächlich datet. Aber auch das, wirst das nicht einfach rauskriegen aus Leuten so, ne? mache ich ja immer diese zwei Videos, wo wir auf Themen, die euch interessieren, reagieren, damit ich genug Zeit habe, ordentlich zu recherchieren und diese aufwendigen Videos dann auch bringen kann. Hey Leute, ich bin da in so ein Rabbit Hole reingefallen, das ist echt absurd.
Da geht es nämlich mal um gerade den Körperkult für Männer und was das eigentlich bedeutet. Und da spricht nämlich auch keiner, so wie er es gerade anspricht. Ihr kennt bestimmt den Begriff. Also da spricht auch keiner drüber. Fragile Männlichkeit. Der wird oft gerne als spöttische Beleidigung benutzt. Haha, der kommt gerade nicht drauf klar, dass er kritisiert wurde oder dass er hier falsch lag oder dass er da Mist gebaut hat. Fragile Männlichkeit, so lächerlich. Die dann als, ja, die Reaktion, die dann als fragile Männlichkeit deklariert wird, ist halt eine Kurzschlussreaktion basierend auf der Belastung, die da... Also was ich nicht verstehe, wenn er sagt, er war, also ich verstehe ja so zwischen den Zeilen jetzt, er war irgendwie in einer toxischen Beziehung 3 Jahre lang. Was hilft einem da, seine Schwäche einzugestehen? Also klar, es hilft bestimmt, wenn man sich, keine Ahnung, dann sagt, ja, stimmt, ich muss das mal aufarbeiten, ich muss Beratungen machen, ich muss Hemmschichtskurse machen, whatever. Da habe ich schon mal ein Thema, alles gut. Aber was hilft einem das in der Beziehung, wo man sowieso schon unter die Räder kommt? Und also ich weiß nicht, in was für Beziehungen er war, also in toxischen Beziehungen, in denen ich war, die, also aus heutiger Sicht vielleicht sagen, die waren toxisch, hätte mich Schwäche zeigen und bestimmt nicht weitergebracht. Ganz im Gegenteil. Also das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Psychisch auf der Person liegt. Das ist die gesellschaftliche Anforderung, die an einen gestellt wird, und die eigene Anforderung an sich selbst, der man nicht gerecht werden kann und die einen in dem Moment überfordert. Man kann dieser gesellschaftlichen Anforderung nicht gerecht werden. Sie erdrückt dich quasi permanent. Da vielleicht ein kleines plastisches Beispiel, sonst ist es zu theoretisch. Ich komme ja aus einer Handwerkerfamilie. Entsprechend hat man auch ab und zu mal geholfen oder mal ein bisschen rumgebastelt. Das hat bei mir aber irgendwann aufgehört, sage ich jetzt mal, weil wenn ich meine Nagel schief eingeschlagen habe, wenn ich eine Tür beim Tragen falsch angefasst habe, wenn ich ein Werkzeug nicht zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle abgelegt habe, dann war das immer gleich Versagen. Es gab auch keine positive Bestätigung. Wenn man etwas gut gemacht hat, dann hat man es halt einfach nur nicht scheiße gemacht. Bei mir hat sich das dann in eine Art unerfüllbaren Perfektionismus gewandelt. Es war lange Zeit so, wenn ich eine 2 gekriegt habe, war ich völlig am Boden zerstört, weil es keine 1 war. Und wisst ihr, was eigentlich richtig traurig ist? Den Druck kenne ich aber auch. Zwischen Männern, auch zwischen Freunden, ist eigentlich alles Competition. Es ist immer ein unterbewusstes Abschätzen des eigenen Standings. Es ist für viele Männer mehr Performance als Genuss. Genau wie die Frage nach der... Ja, weißt du, wie schön ein Mann zu sein, ich weiß gar nicht. Und wie Gnut schon sagte, richtig, ja, wir haben alle scheiß, teilweise schöne und teilweise scheiß Kindheitserfahrungen. Ja, das Leben muss irgendwie weitergehen, meine Güte, da muss man... Irgendwann muss man mal einen Strich ziehen und sagen, okay, was liegt jetzt an? Weil unsere Eltern hatten ja auch Eltern und die hatten auch Eltern. Da kommt man auch irgendwie nicht so richtig weiter, ne? Größe des besten Stücks, das ist völlig lächerlich und erbärmlich. Ja, das ist auch sowas, wo ich echt sage, also wenn ich auf ein Date bin und ein Mann erzählt mir irgendwie, wie groß sein Gemächt ist, dann ist der Stuhl gegenüber von ihm auf jeden Fall leer. Das Problem ist aber, dass der Mann... Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass es keine Rolle spielt. Das ist also auch das sind Dinge, die unter Umständen dann doch eine Rolle spielen. Auch wenn man sagt, es darf keine Rolle spielen. Also dass jetzt auf dem Date das so sagen, vielleicht nicht so schlau ist. Ja. Mann, nachdem bewertet wird, was er zu bieten hat. Wie will man bei all dem bitte geistig gesund bleiben? Und deswegen sind Leute wie Andrew Tate noch viel toxischer, als ihr denkt. Weil sie nämlich junge Männer dazu bringen, freiwillig weiterhin in diesem toxischen Konstrukt zu verbleiben und sich selbst weiterhin dem auszusetzen. Weiter diesem... Ja, also das muss man sehr... Also das werden wir jetzt hier nicht besprechen können. Das muss man, glaube ich, sehr dezidiert sehen. Andrew Tate, das Phänomen. Auf jeden Fall gibt es einen Grund, warum der so wächst. Weil sich viele Männer nicht gesehen fühlen einfach, ne? Ich meine, ich finde den auch total krass und ich kann mir das... weiß nicht, ich finde es auch sehr... rechts teilweise und frauenfeindlich, aber trotzdem gibt es einen Grund, warum ihn so viele feiern, weil sie viele Männer nicht gesehen fühlen. Ne? System selbst zu zerstören. Im Gegenteil, sie sollten aufhören, nach permanenter Selbstübertreffung zu suchen. Also das ist natürlich auch ein Grundpfeiler des Kapitalismus, ne? Permanentes Wachstum und das Übertreffen anderer Leute. Aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen, deswegen habe ich jetzt auch kein rotes Hemd an. Gibt es diese Konkurrenz, gibt es auch bei Frauen? Ich weiß noch nicht, ob es bei Frauen jetzt auch gerade karrieretechnisch so ist, glaube ich auch, ja. Aber auch vor allem optisch ganz schlimm. Ja. Generell kann man ja auch die Frage stellen. Ich auch. Sag mal, wieso beschwerst du dich eigentlich? Haben wir als Männer nicht alle Macht im Patriarchat? Und hier haben wir diesen einen Punkt, wo Missverständnisse alles kaputt machen. Patriarchat bedeutet nicht, dass alle Männer die Macht haben, sondern Vaterfiguren.
Vorstände von Familienclans, wenn man so möchte. Die Familien und Clans, die Macht und Geld über Jahrhunderte in ihren Händen vereinigt haben. Das ist so ein, ich persönlich finde das so ein Opferdenken, ey, meine Güte. Ja, es mag ja sein, mag auch sein, dass es in manchen Ländern noch so ist, aber von welchem männlichen Clan wird in Deutschland jetzt regiert? Also, das ist meiner Ansicht nach, was ich in meinem Buch beschrieben habe, ist das so ein Bewusstseinslevel, wo es aber eigentlich noch weitergeht, nämlich zu sehen, ja, ich kann Täter- und Opferseiten kann ich transzendieren irgendwie und ich muss jetzt nicht festhängen in diesem Opfer oder was er mit Schwäche, glaube ich, sieht und macht da wieder irgendwelche Figuren, die mein Leben bestimmen. Ja, wo ist das denn? Wer bestimmt denn dein Leben oder meins? Oder so? Natürlich ist die Regierung, natürlich gibt es Strukturen und natürlich muss ich noch ganz viel ändern, natürlich, aber wo sind denn diese grauen männlichen Eminenzen? Ich meine, natürlich gibt es Menschen, die uns irgendwie regieren, das sind wahrscheinlich zum Großteil Männer, ja, mag auch sein, dass dann, weiß ich nicht, kann man sicherlich irgendwas dran finden, was auch stimmt, aber so in dieser Simpelheit ist das für mich so ein Opferding. Ne? Ja. Die meisten Männer haben in dieser Gesellschaft nur eine sehr geringe Macht gehabt, über ihre eigenen Familien beispielsweise. Und das Patriarchat ist das System. Ja, deswegen wollen Männer ja auch gern mehr Status haben. Also das ist ja der Grund, weil man keinen Bock hat, wenig Einfluss zu haben. Natürlich ist es wichtig, dass Männer lernen, wenn sie, aber Frauen auch, wenn sie Macht haben, dass man da gut mit umgeht. Wie gesagt, für mich sind es, hängt das gar nicht so an den Geschlechtern so, ne? Also es kann auch eine Frau herrschen und in so einer negativen männlichen Energie sein, so, ne? Also für mich hängt das eher an diesen Energien und am Ego, das jetzt auf Geschlechter runterzubrechen, ey. Oh, ich finde, da kommt eigentlich nur Mucks bei raus, ne? Dem wir uns alle unterwerfen, weil man uns. Also machen anderen Ländern anders sein, aber jetzt hier bei uns, ja. Erzählt, dass das gut ist. Aber es ist auch für uns schlimm. Und ich zitiere hier nochmal Lori Penny. Fast die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch hat das Patriarchat Männer und Jungen ebenso unterdrückt wie Frauen. Oh, es ist ein hierarchisches System männlicher Vorstellungen. Da muss ich mach mal ein bisschen vor. Toxischer Maskulinität und den eigenen Problemen mit ihrem Leben ist. Als Mann hört man sofort einen Angriff auf sich selbst, wenn das Wort Patriarchat benutzt wird. Ich glaube, da steige ich jetzt mal aus. Du bist zu viel im einen. Also bitte schämt euch nicht fürs Hausfrauen sein. Meine Mutter hat auch gesagt, gucken wir da noch mal Haushalt rein. Jeden Tag. Also einmal so ein Thema mit Hunger nach Macht, Geld und habgierigen, missbräuchlichem. Zum Projekt des Feminismus gehört es, Männer ebenso wie Frauen von repressiven Stereotypen zu befreien. Ja, bitte. Bitte. Ich finde es super cool, wenn der Mann kocht. Und genau das meine ich. Was ist so schlimm? Also einmal so ein Thema Hausfrau. Mir tut es immer wieder weh, wenn Frauen. Also ich kann immer wieder sagen, ich muss eigentlich sagen, es ist wirklich lange her, über 20 Jahre. Ich war zu Hause, ich war 2 Jahre zu Hause, ich habe meine Tochter großgezogen. Und glaubt mal nicht, dass die Frauen das gefeiert hätten in meinem Umfeld oder dass ich da groß angesehen wäre und dass ich da irgendwie einen Zugang gekriegt hätte in diese Müttergruppen, wo dass ich da als Mann gefeiert worden wäre. No fucking way. Vielleicht ist es heute anders. Aber das braucht mir echt keiner erzählen, dass man damit irgendwie Pluspunkte kriegt. Ich finde es super, wenn Männer das machen. Also das hat auch mit Polarität nichts zu tun. Natürlich kannst du als polarer Mann, machst es wahrscheinlich anders als eine Mutter, aber kannst auch mal dein Kind erziehen. Genauso wie Frauen arbeiten gehen können, auch in Männerberufen natürlich. Aber dass, wenn man da denkt, jetzt man würde da irgendwie einen riesen Statusgewinn mitkriegen, als Mann, da müsste ich, wenn das heute so ist, da muss ich aber reichlich was geändert haben. Also meine Erfahrung ist es nicht, wie gesagt. Bedrückt auf den Boden schauen und sagen, ich bin Hausfrau. Und ich denke so, hey, das ist so ein krasser Job. Du passt auf Kinder auf, du erziehst Kinder. Absolut. Also ich fand es anstrengender als arbeiten gehen, wirklich. Du meist den ganzen Haushalt, jeden Tag. Du organisierst höchstwahrscheinlich noch nebenbei die Steuern und das Leben deines Mannes und organisierst alles. Du bist einmal Erzieherin, du bist Haushälterin, du bist Steuerberaterin. Du bist zu viel im einen. Also bitte schämt euch nicht fürs Hausfrauen sein. Meine Mutter hat auch gesagt, sie hat immer gearbeitet und als sie hat. Ja, ich glaube, wir beenden das hier mal. Ich glaube, die Message ist so ungefähr klar geworden. Ihr könnt das ja gerne noch weiter gucken. Wie gesagt, ich verlinke es hier.
mal, also ich finde gut, wenn Männer sich auseinandersetzen, aber auch wenn sie das Gefühl haben, sie sind unter die Räder gekommen in eine Beziehung. Aber das ist, egal ob Männer oder Frauen, was ich immer wieder sage, man muss rauskommen aus dieser Opferhaltung. Und also ich habe das, ist ja auch, wenn man Psychologe ist, sage ich mal, also dann hat man ja auch so eine Neigung, so sich zu hinterfragen und dieses ganze Emotionale und Weiche zu gehen, ist auch gut. Aber ab einem gewissen Punkt bringt einer es auch nicht weiter. Und also ich würde einen Mann heutzutage manchmal eher, also natürlich, wenn jemand Beratungsbedarf hat, dann soll er das machen. Aber wenn man an seiner Polarität arbeiten will, ist es manchmal echt besser, irgendwie auf eine Bohrinsel zu gehen, 2 Wochen oder so. Und eine gesunde, ob man das jetzt auf einer Bohrinsel findet, weiß ich nicht, aber eine gesunde Stärke zu finden irgendwie. Weil, also das ist, glaube ich, gerade das Problem. Wenn Männer sich so zu sehr innerlich schwach fühlen, dann machen sie manchmal, glaube ich, echt komische Dinge. Dann machen sie vielleicht manchmal noch komischere Sachen oder vielleicht werden sie manchmal auch noch gefährlicher, wenn sie erst nicht gut aufgearbeitet haben. Also deswegen, ich glaube, es ist für die Gesellschaft besser, wenn die Männer in so einer gesunden Stärke sind, wenn sie einen sicheren Platz haben. Und natürlich darf man mal Schwäche zeigen in der Beziehung, aber dieses ganze, also jegliches Gerede von irgendwelchen ominösen Strukturen, die uns irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt das Patriarchat ist oder die Impfmafia oder ich weiß nicht, dieser ganze Quatsch ist meiner Ansicht nach alles Opferdenken und nimmt uns unsere wirkliche Freiheit. Also da bin ich überhaupt kein Fan von. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare, helft mir gerne, indem ihr meinen Kanal abonniert und weitergebt und vielleicht eine Kanalmitgliedschaft oder auch ein Thanks oder ein Like da lasst. Freut mich sehr. Und ja, danke für dieses schöne Video. Also ich fand, dass ich mit dem Parabelritter, wo ich sag's nochmal, ganz tolle Videos schon bei ihm schon gesehen habe, also folgt ihm auch gern, war ich doch sehr positiv überrascht von der Jasmin Gnu, muss ich wirklich sagen. Ey. Gruß geht auch an beide, falls ihr das seht, und wir sehen uns alle bald wieder.